Wiedersehen. Hallo Lisa. Hallo Gabi. Ich hätte gerne 2 Croissants. Guten Morgen, Lisa. Alles fit im Schritt? Und? Hast du mich vermisst? Frau Zenker, ich hätte gerne 2 Kaffees für mich und meine Partnerin hier, bitte. Ja, kommt gleich. Frau Zenker, können Sie sich eigentlich noch an den Matthias Steinbrück erinnern? An den Priester? Ja. Armer Kerl. Lisa! Hilf mir! Lisa! Ich doch damals hinterm Zug geschmissen, ne? Oder wie war das, Lisa? Du kanntest ihn doch auch. Ich finde es nicht witzig. Ich auch nicht. Ich meine, es ist eine ganz ernste Angelegenheit, nicht wahr, Lisa? Lisa! Lisa, was ist los? Hier war immer schon ein bisschen. Die 2 Kaffees bitte, ja? Danke. Ich blöffe nicht. Ich habe wirklich genug von Lisa. Da gebe ich dir hundertprozentig recht, Mann. Ich wollte es damals schon allen erzählt haben, die Lisa so harmlos finden. Aber wer? Wer glaubt mir? Hör mal, Nierchen. Wir beide. Das hat richtig Power. Wir waren doch immer schon ein starkes Team. Niere und so, hm? Ja, ja. Ja, komm raus mit der Sprache, man platzt die Bombe. Wir warten erst ab. Ich habe noch Hoffnung, dass Lisa jetzt endlich reagiert. Lisa? Im Leben nicht. Bevor die nachgibt, lässt die ihren Sohn verblöden. Obwohl, so ganz hell scheint der Kleine ja nicht zu sein, ne? Pass auf, was du sagst, ja? Paul ist ein sehr kluges, empfindsames Kind. Okay, okay. Es ist eine Schande, wie Lisa ihn behandelt. Eine Schande. Merhaba. Merhaba. Döner. Keine Döner mehr? Ich war so ein kleiner Bio-Döner. Alter, was ist aus dir geworden? Du in einem Bioladen. Also wenn du mir das damals gesagt hättest. Müsli, Murat. Hier gibt's keinen Döner. Und nachdem du diesen bescheuerten Brief verteilt hast, brauchst du dich hier sowieso nicht mehr blicken zu lassen. Du, ich hatte keine Ahnung. Sag mal, für wie doof hältst du mich eigentlich? Ich wollte meinem alten Kumpel Scholz helfen. Der ist ja nicht mehr so gut zu Fuß, verstehst du? Ich bin halt für Freunde da. Siehst du, hier bin ich. Und wie läuft's bei dir so als Bio-Boss? Oh nee, ne? Kalamata, Oliven. Sowas steht bei euch auf dem Tisch? Sowas isst die Lisa? Wahnsinn. Wahnsinn. Der Laden läuft gut, was? Könnte man glatt neidisch werden. Boah, der Laden brummt. Der brummt. Boah, Murat. Wahnsinn. Gut. Sag mal, da fällt mir ein, bist du eigentlich gut versichert? Wäre tragisch, wenn hier irgendetwas passieren würde, oder? Bei mir hat sich auch einiges verändert. Ich arbeite jetzt für so eine Art Versicherung, weißt du? 500 Euro im Monat, du bist gegen alles versichert. Gegen jegliche Art von Problem. Machst du jetzt einen auf Schutzgelderpressung oder was? Nö. Ich würde es eher als Angebot unter Freunden bezeichnen. Ich bin nicht dein Freund. Aber eins, was man besser nicht ausschlagen sollte, Murat. Was geht los? Bleib geschmeidig. Früher warst du echt lockerer. Viel lockerer. Viel. Dafür bist du ganz der alte Wichser. Guten Tag. Guten Tag. Immer schön reinspaziert. Toller Laden hier. Ganz toller Laden. Super. Hoffentlich hält er dich noch ein Weilchen. Kalamata, Oliven. Guten Tag. Nierchen, mein alter Freund. Sorry, ist jetzt echt ein schlechter Moment zum Telefonieren, ja? Ich habe gerade einen Termin reinbekommen. Ein andermal, okay? Nee, kein Thema. Okay, mein Freund, ciao, ciao. Pappnase. Und deshalb muss ich die Stadt verlassen. Aber unser Projekt.
willst eine Sache nicht. Karl, du hast immer noch. Bin ich froh, dass der Tag heute vorbei ist. Also, ich erwarte niemanden. Hi, Müsli, Murat. Was willst du hier, Mann? Euch helfen? Hi, Lisa. Bei was willst du uns denn helfen? Eure Existenz zu retten? Danke. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Bist du dir da sicher? Zum Beispiel, wenn einer deiner Kunden... das wäre ja sehr tragisch. Ne? Ich sehe schon die Schlagzeile. Gift aus dem Biobazar. Netter Versuch. Nicht schlecht. Aber nicht mit uns. Lisa, nein. Kann das sein, dass du mich nicht für ernst nimmst, hä? Ich kenne dich doch. Mm-mm. Ich habe mich verändert. Ich habe es Murat schon gesagt. Ich arbeite jetzt für so eine Versicherung. Was willst du? 600. Vorhin waren es noch 500. Echt? Sind es halt 6? Du musst jetzt nicht knausern, wenn es um das Wohl deiner Kunden geht, hä? Wahnsinn. Oliver! Finger raus hier! Raus! Finger raus! Murat! Hey! Hey! Eine kleine Rangelei unter Freunden, nicht? Hä? Guter Junge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss! Murat! Ab ins Bett. Zähne putzen. Du, in der Kanzlei ist gerade die Hölle los. Ich befürchte, ich muss noch mal weg. Springst du eigentlich immer, wenn er ruft? Hans, das ist meine Sache. Schon gut. Ist das jetzt was Ernstes? Nur weil ich jetzt hier wohne, heißt das nicht, dass du alles wissen musst. Ich will ja nur, dass es dir gut geht. Andreas tut mir gut. Schönen Abend wünsche ich dir. Es wird alles in Ordnung sein. Wieder nicht schlafen. Ich kann Iris ja mal fragen, ob sie dir was verschreiben kann. Nein. Wir gehen nicht auf Ollis Erpressung ein. Basta. Da muss ich die Ware austauschen, Lisa. Du hast schon die ganzen frischen Sachen weggeschmissen. Das war teuer genug. Ja, aber der kann das Zeug überall hineingetan haben. Das kostet uns ein Vermögen. Und genau das will er doch. Stell dir vor, jemand vergiftet sich in meinem Laden. Stell dir das mal vor. Aber Olli hat die Ware vergiftet, nicht du. Das ist doch egal. Wenn was passiert, das wäre schrecklich. Kaffee? So, hier sind Ihre frischen Tomaten. Ich will aber keine frischen Tomaten. Ist aber besser als Tomatensauce aus dem Glas. Wir haben aber keine Zeit, mit den Kindern frische Tomatensauce zu kochen. Wo liegt das Problem? Tomaten erhitzen ich und will die hier. Dann können Sie auch direkt zu Discounter. Ist billiger da.
Die Eltern zahlen aber für Bio-Tomatensoße. Dann haben die auch kein Problem mit frischen Tomaten. Jetzt hören Sie doch mal auf mit Ihren frischen Tomaten. Kann ich jetzt zahlen? Nein! Also Ihre Verkaufsmethoden sind mir wirklich zu aggressiv. So. Und Ihr Restgeld. Danke. Bis nächstes Mal. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ich hätte gern 1 Kilo von den Möhren, bitte. Selbstverständlich. Kaffee trinken? Das sehe ich. Ich meine, was willst du von den Dadelins? Ich bringe das zu Ende, was du angefangen hast. Du hast doch viel zu früh aufgegeben, Mann. Was hast du gemacht? Profiarbeit. Ein richtig kunstvoller Kuh. Was hast du gemacht? Okay, ich sag's dir. Komm, setz dich mal zu mir, alter Mann. Da kannst du auf deine alten Tage noch was lernen. Hm? Willst du es wirklich wissen? Hm? Also, zwischen Murats Müsli-Fraß befindet sich jetzt eine tödliche Waffe. Und wenn sie hochgeht, boom, sind sie ruiniert. Also, ich würde mich schnell beeilen, um das Ding zu entschärfen. Hast du verstanden? Hast keine Ahnung von solchen Dingen, ne? Sagen wir mal, ich habe ein bisschen Brausepulver verteilt. Ein bisschen fieses Brausepulver. Du erpresst die Dadelins. Und warum gehen die nicht zur Polizei? Tja, das hat Gründe. Dann gehe ich. Moment, was würden Sie denn sagen? Olli Klatt hat Brausepulver verteilt? Lass die beiden in Ruhe. Was ist denn jetzt los? Hast du jetzt moralischen oder was? Wegen dir bin ich hier, ja? Ich habe damit nichts zu tun. Was denn? Jetzt fängt es erst an, richtig Spaß zu machen. Nein, jetzt ist Schluss. Ich habe genug von dir. Hau wieder ab. Denk an dein Blutdruck. Wäre schade um eine Niere, ne? Tschüss. Hey, Süße! Ich hab dich ja vermisst. Echt? Ja. Na dann, weiter so. Tschüss und schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Oh, 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 oh. Ganz kalt, Murat. Was willst du schon wieder hier? Dir helfen? Was denn sonst? Schon wieder. Ist halt alles ein bisschen teurer geworden. Ich soll dir ausrichten, 1000 Euro im Monat jetzt. Wie bitte? Also ich würde nicht so lang zögern. Kannst du bitte gehen? Ich will jetzt den Laden schließen. Okay. Aber mal unter uns, wir waren ja mal Freunde, ja? Und ich an deiner Stelle, ich würde es machen. Außerdem für 1000 Euro im Monat, mein Lieber, ist deine Familie mitversichert. Und was soll die Scheiße? Die Gefahren lauern doch überall, Murat. Ich stell dir mal vor, Paul passiert was auf dem Schulweg. Wir sehen uns nächsten Monat.
Bye, Murat. Ah, oh. Scheiße, Mann, was machen Sie denn da? Oh Gott. Oh Gott. Aua. Ich blute. Du blutest gleich noch mehr. Leg das Messer. Leg das Messer weg, alter Mann, bitte, ja? Nein. Ich dachte, wir stehen auf einer Seite, hä? Ich war noch nie auf deiner Seite, Olli. Oh Gott. Ich verblute. Murat, ich mach doch was. Soll ich dich jetzt beschützen, oder was? Leg das Messer weg. Gib das Geld zurück. Ich schaffe es nicht. Meine Niere geht auf mich los. Meine Freundin. Mach das kalt. Welche Freunde denn? Das Spiel ist aus. Hast du verstanden? Wo ist das Geld? Und womit erpresst du die Dardanelles? Mit Abführmittel. Mit Abführmittel, nicht mit Gift. Was? Seid ihr Schule, Schicksene? Wo hast du Abführmittel rein? Da oben in dem Antipasti-Teil. Murat. Da. Da ist es. Und jetzt verzieh dich. Und lass dich nie wieder blicken. Verstehst du? Nie wieder. Hörst du? Danke, Mann. Und alles nur wegen Abführmittel.